heute ist. Heute ist der 10.02.2010 und es schneit in unserem schönen Chiemgau. Wir tun die Schlenker springen lassen. Miriam Ahrens, bekannt durch Schotters Jazzhaufen in Prien, erwartet uns mit ihrer Band im Planetarium im Deutschen Museum. Wir fahren jetzt nach München. Wir haben einen Reuner Bus aus Palling voller interessanter Personen dabei. Den Anton Werner vom Landratsamt in Traunstein. Alle Schleckers als Mann. Andreas Huber, der Schleckeis-Ziegeneis-Produzent. Also irgendein schräger Pianist ist dabei. Den Josef Irgmeier, den Komponisten von Neulandler. Der wird hier auch auftreten am 26. Mai. Unsere liebe Frau Patzinger, gib mal Trommel. Dann haben wir noch einen obskuren Fotografen. Den Andreas Falkinger von der Presse. Ah. Unsere hübsche Annette Blümel. Und natürlich den Muck Heigl, den Initiator. Ich bin der Anführer von der Delegation aus dem Chiemgau. Ganz eine heiße Truppe. Wir haben uns gedacht, nach diesem königlichen Genuss haben wir eine Prinzessin dabei. Miss Chiemgau, wer war die Miss Chiemgau, glaube ich? Und die kommt dann irgendwann mal auf die Bühne. Also, was haben wir heute alles dabei gehabt? Herrlichen Rotwein von Eckenberger. Ah, Spitzenbrotzeit vom Spitzenbrotzeitmacher Trinkberger. Und ein sehr gemütliches Auto von der Firma Röner. Reschi Madeln aus dem Chiemgau. Und Reschi Brezen vom Bäcker Mürlach. Wie war's? Also, genussvoll. Aufregend. Schräg, verblüffend, umwerfend. Ein toller Abend, gigantisch. Jazz in Reinkultur, erfrischend und neu. Na gut. Ja? Jetzt hör wieder auf. Was hast denn du dabei gehabt? Eine Kamera. Apfelzimt. Ach, vor lauter Eis ist mir da die Tour. Also bis zum nächsten Mal.